Alle meine Zuschauer, die mein Galaxy Book 2 Review gesehen haben, wissen es wahrscheinlich, ich hatte mir jenen Laptop für die Universität geholt. Und er hat mich dreimal im Stich gelassen. Also habe ich mir einen Lenovo IdeaPad Slim 5 als würdigen Nachfolger besorgt. Mein Laptop hat in der endgültigen Konfiguration ein Ryzen 7 7730U, 16 GB DDR4 3200 MHz Arbeitsspeicher und eine 512 GB SSD als Massenspeicher. Ich persönlich bin ein Numpad-Fetischist, also war für mich ganz klar, dass die Tastatur eins haben muss. Die Druckpunkte der Tastatur sind klar definiert und relativ sauber. Besonders gut finde ich, dass es ein leichtes haptisches Feedback gibt, was das Arbeiten echt angenehm verbessert. Für einige vielleicht auch ein wichtiges Feature sind die beleuchteten Tasten und definierte Multimedia-Tasten. Bei dem IdeaPad Slim 5 verzichtet Lenovo auf den klassischen roten Punkt als zusätzliche Mausoption. Mich persönlich stört es nicht, da ich damit noch nie gearbeitet habe. Das Trackpad selber hat eine gute Größe und funktioniert einwandfrei. Auch Treiberprobleme wie ein Kollege, welcher ein Lenovo T-Series Modell hat, habe ich nicht. Dies kann aber auch an den Windows-Treibern liegen. Der größere Akku macht seinen Job. Ich nutze ihn primär fürs Arbeiten in der Uni und der Akku hält locker ein, wenn nicht sogar zwei Tage Nutzung in dem Umfeld durch. Ich arbeite da sehr viel mit Google Chrome und dem Office-Programm LibreOffice. Hier kommt jetzt ein wichtiger Disclaimer. Ich nutze das Betriebssystem Linux Mint und es verbraucht kaum Hintergrundressourcen, was sich in der Auslastung des Prozessors bemerkbar macht. Geladen wird der Laptop über einen USB-C-Anschluss, was als kleine Side-Note den Vorteil hat, dass ich für den Laptop, Tablet und Handy nur ein Netzteil mit mir rumschleppen muss. Der Laptop kommt mit zwei USB-C-Anschlüssen, wovon einer auch zum Laden verwendet wird. Ein Full-Size-HDMI-Anschluss für Displays, eine kombinierte Mikrofon- und Kopfhörerbuchse. Auf der anderen Seite finden wir noch zwei USB-A-Anschlüsse und einen Micro-SD-Kartenleser. Bei dem Display handelt es sich um ein 16:10, 16 Zoll Full-HD-Pendel. In Pixeln sind das 1080x1200 Pixel. Die Ränder sind okay, wobei die Ränder oben und unten vom Display deutlich breiter sind. Ein Pluspunkt ist aus meiner Sicht das Scharnier, welches zwischen Display und Body des Notebooks sitzt. Es lässt sich fast komplett mit einem Finger öffnen und ist dabei steif genug, um keine unerwünschten Nebeneffekte zu verursachen. Zum Beispiel schreibe ich das Skript gerade hier im Zug und das Display vibriert so gut wie gar nicht. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und macht echt einen hochwertigen Eindruck, wobei man sagen muss, dass es echt Fingerabdrücke magisch anzieht. Ja, es sind Lautsprecher. Pluspunkt, wenn man nur verstehen will, was jemand in einer Videokonferenz sagt oder sich ein Video auf YouTube anschauen will, kannst du das wirklich ohne Probleme machen. Die Lautsprecher rauschen nicht und sie machen keine anderen Störgeräusche. Aber sie sind jetzt halt keine Multimedia-Monster und keine Kopfhörer. Sie funktionieren halt einfach. Gleiches gilt fürs Mikrofon. Es geht, ja, aber es ist wirklich kein Qualitätswunder. Das sollte man doch lieber zu einem externen Mikrofon greifen. Also, die Webcam ist auch so ein Ding. Das Bild ist okay. Ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster, dass ich sage, es reicht zum Arbeiten total aus. Was ich jedoch ein super tolles Feature finde, ist der mechanische Verschluss für die Kamera, welche die Kamera verschließt. Davon könnten sich einige andere Hersteller aus meiner Sicht wirklich mal was abschneiden. Hier bin ich etwas im Zwiespalt. Wenn du mit Office arbeitest oder im Internet unterwegs bist, super, die Lüfter hörst du so gut wie gar nicht. Ich glaube sogar, sie sind aus, weil man teils wirklich gar nichts hörst. Du machst etwas minimal Aufwendiges wie Programmieren oder wo ich es gemerkt habe beim Simulieren von Schaltungen, du hörst ihn deutlich. Er hört sich jetzt nicht wie ein Düsentriebwerk an, aber man sollte es durchaus auf dem Schirm haben. Auch hier wieder die Anmerkung mit dem Betriebssystem, der Prozessor hat nicht so viel zu tun. Okay, es ist jetzt absolut kein Gaming-Laptop, verstanden, aber die Ryzen-Grafikeinheit bringt doch etwas auf den Tisch.
Und für jemanden, der gelegentlich Titel spielen will, die nicht zu grafikhungrig sind, oder E-Sports-Titel, reicht es komplett aus. Besonders ältere Titel sollten weniger ein Problem sein. Allerdings empfehle ich, mit angeschlossenem Ladegerät und Kopfhörer zu spielen, weil jetzt haben die Lüfter wirklich zu arbeiten. Ist das ein guter Laptop? Zum Arbeiten definitiv. Ich habe ihn jetzt circa ein Viertel bis zum halben Jahr mehr oder weniger im Dauereinsatz im Office-Bereich und wurde von ihm noch nicht im Stich gelassen wie von dem Galaxy Book. Solltet ihr euch für den Laptop interessieren, schaut doch einfach mal in die Beschreibung. Über ein Like oder ein Dislike und kritische Kommentare freue ich mich immer gerne. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.